Okay, dann, ich habe schon die erste Frage im Chat, aber ich sage trotzdem noch kurz Hallo. Also herzlich willkommen, guten Abend, herzlich willkommen zum Live-Video-Chat. Und was wird hier gesagt? Die gute Nachricht ist, es ist niemand da, könnte man sagen. Und wenn gesagt wird, da ist niemand, heißt es letztendlich, dass diese Erfahrung, präsent zu sein, dieses Präsenzgefühl in Anführungszeichen, ich bin, Gewahrsein, Selbstgewahrsein, wie auch immer man das nennen mag, dass genau dieses Erleben keine Substanz hat. Man könnte sagen, es ist absolut nicht zu erwarten und eine absolute Überraschung letztendlich für niemand, wenn man so will, dass das, was bisher als unwiderstößlich erfahrbar war oder scheinbar erfahrbar war, dass das überhaupt keine Substanz hat. Und in Bezug auf das, was heute gesagt wird, wäre das Befreiung. Das, wenn sich herausstellt, was alles sehr schwammig ist, wenn sich herausstellt, dass da niemand ist und dass die ganze Suche, die ganzen Ideen von ich muss noch etwas finden oder es geht um was im Leben, und es gibt sowas wie persönliche Erfüllung, persönliche Realisation, all das geschieht nur in Anführungszeichen für dieses Zentrum, für dieses scheinbar erlebte Zentrum. Und was diese Botschaft sagt, ist eben nicht eine Lehre, die diese Person anspricht oder diese Scheinperson anspricht und ihr den Weg weist, indem man sagt, du sollst das machen, du sollst das machen, besser ist es, sich so zu verhalten, besser ist es, sich damit zu beschäftigen, besser ist es, das nicht zu tun. In Bezug darauf, ein glückliches Ich zu werden, muss gar nichts mit Spiritualität zu tun haben. Manche Leute würden sagen, Geld verdienen oder eine Familie haben oder abenteuerlich leben wäre die Antwort, wie man richtig lebt. Viel zu erfahren, manche würden sagen, ein spirituelles Leben zu führen, ist der Weg, um ein glückliches Ich zu werden. Das findet hier nicht statt, könnte man sagen. Denn worauf hier hingewiesen wird, ist, dass da eben gar nichts ist. Genau dieses Ich, das glaubt, noch finden zu müssen, diese scheinbar erlebte Instanz, könnte man sagen, hat überhaupt keine Substanz. Das ist nicht logisch zu erklären, könnte man sagen. Und aus der Sicht der Person wäre es ein reines Konzept oder eine Sache, die man glauben kann oder nicht glauben kann. Aber wie gesagt, in Befreiung verpufft tatsächlich dieses Erleben, hier zu sein, jetzt hier zu sein. Beziehungsweise eben, es stellt sich als illusionär heraus. Letztendlich verpufft nicht mal was. Insofern ist es hier keine Lehre. Ich bin kein Lehrer. Hier ist nichts, was lehren könnte. Und es gibt natürlich auch keine Schüler. Okay, jetzt nochmal. Hallo. Hallo Andreas. Wenn alles Einheit ist, warum kann dann eine scheinbare Person nur ihre eigenen Gedanken kennen? Naja, man könnte sagen, alles ist ungetrennt, aber eben genau so, wie es ist. Und auf die Frage, warum es so ist, wie es ist, gibt es keine Antwort. Letztendlich ist natürlich gar nichts da, das wirklich erlebt, wie es ist. Das heißt, schon dieses Kennen von, wie es ist illusionär. Insofern ist da niemand. Aber man könnte sagen, aus Sicht der Person, oder nicht aus Sicht der Person, aber das ist eigentlich die größte Überraschung, dass Einheit oder Ungetrenntheit das ist und dass alles andere eine Illusion war. Frage: Gibt es in der scheinbaren Welt der Wahrnehmung Anhaltspunkte, Indizien oder Hinweise, dass deine Aussagen richtig sind? Ja, das ist eine gute Frage. Und nein, nicht wirklich. Nee.
Das ist das Dilemma. Also, wenn man will, könnte man natürlich Hinweise finden oder die Person könnte verschiedene Erfahrungen so deuten, als ob sie darauf hinweisen. Aber letztendlich gibt es keine Anhaltspunkte oder Indizien dafür. Denn das Problem ist, das, was diese Indizien sehen will, genau das ist ja die Illusion. Oder das, was in diesem Erleben lebt, quasi sich selbst zu erleben, aber auch die getrennte Realität zu erleben und sie wahrzunehmen, könnte man sagen. Das heißt, die ganze Idee von Anhaltspunkte und Indizien und Hinweise findet ja in dieser Scheinrealität statt. Und das Dilemma der Person ist, dass jede Untersuchung letztendlich immer dabei rauskommt, ah, ich bin, mich gibt's. Sonst könnte nämlich die Untersuchung gar nicht stattfinden. Und auch die Annahme, ah, da habe ich jetzt wirklich mal einen Hinweis gefunden, findet natürlich auch statt in einer erlebten Realität. Insofern gibt es keine Hinweise. Oder man könnte auch sagen, die Person findet Hinweise auf das eigene Konzept. Das heißt, die Person könnte sagen, das scheinbare Ich hat ein Konzept darüber, wie die Welt ist und hat vielleicht auch ein Konzept darüber, was diese Botschaft bedeutet. Und dafür ließen sich natürlich Anhaltspunkte und Indizien finden, hätte aber wiederum nichts mit der Botschaft zu tun. Das ist ja das Spannende, dass jede persönliche Untersuchung letztendlich immer nur bei sich selbst endet. Die Person sucht, fragt, wie ist denn wirklich? Und bleibt dabei aber immer innerhalb seiner selbst sozusagen. Du sagst ja, dass Wahrnehmung Illusion sei. Nun, ist Wahrnehmung jetzt Illusion, Erscheinung oder nicht etwas? Also ein dimensionsloses Nichts. Ja, das ist im Prinzip unmöglich zu sagen, weil so wie du die Frage stellst, ist eigentlich schon gesetzt, dass es Wahrnehmung gibt, die dann irgendwas Bestimmtes ist. Eben wie du sagst, eine Illusion oder Erscheinung oder nicht etwas. Letztendlich ist es umgekehrt, eben schon das Wissen darüber, dass es sowas gibt wie Wahrnehmung, ist Teil einer geträumten Realität. Es gibt keine Antwort darauf, was Wahrnehmung wirklich ist. Denn da ist eben nichts wirklich. Es gibt keine Wahrnehmung als solche. Hallo. Schön. Sandan ist mit dabei. Weiß ich, wer es ist. Okay. Ist für dich Corona und folgende zu befürchtende Mutationen eine Art Apokalypse? Nein. Also eine Art der Offenbarung, Befreiung? Nein. Oder ist nicht etwas unzerstörbar? Ja, man könnte sagen, nee, da wird's tricky. Natürlich ist nicht etwas unzerstörbar, weil es eben nicht etwas ist. Und nicht etwas, das existiert, unzerstört werden könnte. Insofern ist Corona das, was scheinbar passiert. Und es ist weder eine Apokalypse noch Offenbarung oder Befreiung. Es ist nichts Reales tatsächlich. Es ist nichts. Wenn es Ursache und Wirkung nicht gibt, dann wären doch alle Verantwortungen, Naturgesetze, Strafgesetze, Hoffnungen und Sorgen eine Farce. Ja,
Ja, könnte man sagen. Also ja und nein. Denn man könnte sagen, all diese Dinge sind eben das, was scheinbar passiert. Und ja, sie sind nicht real. Es gibt keine Ursache und Wirkung und Verantwortung und keine Naturgesetze und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist es eben das, was scheinbar passiert. Und wenn es beim Menschen einen freien Willen gäbe, müsste man doch eigentlich alles mit Leck mich am Arsch betrachten. Könnte man so sehen, aber wie du sagst, da ist niemand und es gibt keinen freien Willen. Wäre aber auch nicht das, was hier gesagt wird, dass es irgendwie eine Betrachtungsweise gibt, die dann auf eine bestimmte Art und Weise ist, wohlwollend oder gleichgültig, oder es gibt keine reale Betrachtung von irgendwas. Meine, die Sache ist einfach, es gibt in dem Sinn keine reale Realität sozusagen, in der es solche Dinge gibt. Warum möchte der Mensch seine Ich-Illusion überhaupt loswerden? Ist das nicht auch nur wieder eine Suchvariante unter vielen? Aber wenn die Ich-Illusion nicht sein soll, dann wäre es doch anders, oder? Das Dumme ist ja nur, dass in deinem Fall die Suche erfolgreich war und damit beendet, oder? Eine Ausnahme? Okay, erste Frage. Warum möchte der Mensch seine Ich-Illusion überhaupt loswerden? Die meisten scheinbaren Leute wollen das überhaupt nicht. Also der Mensch möchte seine Ich-Illusion nicht loswerden. Was das Ich will, ist ein glückliches Ich zu sein. Und wenn es konzeptuell denkt, na gut, dafür muss die Ich-Illusion verschwinden, dass ich ein glückliches Ich bin, dann glaubt es eben, die Ich-Illusion loswerden zu wollen. Ansonsten gibt es nichts, das die Ich-Illusion loswerden will. Letztendlich nicht, weil es sowas gibt wie eine Ich-Illusion, sondern weil das Ich Illusion ist. Es gibt kein Ich. Nichts will diese Illusion loswerden, außer eben die Person, die denkt, die innerhalb ihres Erlebens denkt, okay, aha, da gibt es also so eine Ich-Illusion und wenn die weg ist, dann bin ich glücklich. Insofern deine zweite Frage, ist das nicht auch nur wieder eine Suchvariante unter vielen? Oh, natürlich. Herr Caro, die Illusion, dass es ein Ich gibt oder eine Ich-Illusion gibt, die man verlieren könnte oder loswerden könnte, ist Teil dieser Illusion. Natürlich. Es gibt kein Ich, heißt, es gibt keine Illusion. Nächste Frage, aber wenn die Ich-Illusion nicht sein soll, dann wäre es doch anders, oder? Oh, eben, überhaupt nichts sagt, dass das nicht sein soll. Also ich nicht. Natürlich, es ist das, was scheinbar passiert und was ganz ist und stimmig für niemand. Das Dumme ist ja nur, dass in deinem Falle die Suche erfolgreich war und damit beendet, oder? Naja, nee, es ist eigentlich nochmal anders. Die Suche war eben auch nicht erfolgreich. Suche ist nie erfolgreich in dem Sinn. Der Versuch, ein erfülltes Ich zu werden, ist absolut zum Scheitern verurteilt und illusionär. Das heißt, meine Suche war nicht erfolgreich. Als Geschichte könnte man sagen, das, was ich glaubte zu sein, Andreas Müller, ich, hier und ich, das ist unterwegs gestorben. Aber nicht, weil die Suche erfolgreich war. Und damit die Frage, eine Ausnahme ist natürlich in der Geschichte, keine Ahnung. Ja. Ist aber weder richtig und falsch. Also schon allein diese Annahme, dass hier etwas Reales passiert wäre, von dem irgendwas einen Vorteil hat oder dass das besser ist, ist natürlich Teil des Traums. Ist einfach das, was scheinbar passiert. Für niemanden. Die Illusion, jemand zu sein, ist das, was scheinbar passiert. Und das Ende davon.
Keins ist besser oder schlechter. Keins ist erfüllender. Aber klar, solange da jemand ist, läuft einfach die Illusion, dass etwas zu fehlen scheint. Das ist das Erleben der Person. Aber es fehlt nichts, natürlich. Frage: Wenn meine scheinbare Person nicht das Zentrum des scheinbaren Geschehens ist, was passiert dann, wenn mein scheinbarer Körper stirbt? Irgendwie muss es dann doch irgendwie scheinbar weitergehen. Genauso wie wenn ein anderer Mensch stirbt. Naja, was hier gesagt wird, ist, dass eben genau dieses Ich-Erleben keine Substanz hat. Das heißt, es ist nur nicht unbekannt, was passiert, wenn der Körper stirbt. Es ist das, was jetzt passiert, ist unbekannt. Frage: Ist es bei dir so ähnlich, als wäre eine Art von Beobachter da, der den scheinbaren Andreas, also seine Gedanken und Gefühle, Körper und den scheinbaren Rest der scheinbaren Welt beobachtet? Nein, es gibt keinen Beobachter. Es gibt, nee, da ist nichts. Oder wie könnte man sich das bei dir vorstellen? Letztendlich ist es unvorstellbar, wie es ist, auch gar nicht nur speziell hier, sondern wie es wirklich ist, ist nicht vorstellbar. Das ist das Dilemma, weil natürlich jede Vorstellung eben diesen Vorstellenden voraussetzt und sich einen Umstand vorstellt, eben etwas, das es dann auf eine bestimmte Art und Weise ist. Und dann die Frage: Ist Andreas für dich nur die näherste Erscheinung, dein bester Kumpel? Nee, nee, ist die Sache. Ich meine, es gibt in dem Sinn kein Andreas. Und das, was scheinbar passiert, dieser Körper und die Gedanken und die Gefühle, ist einfach full on das, was scheinbar passiert. Aber da gibt es keine zweite Realität. Es gibt eben nicht mich und mein Körper. Es gibt nicht mich und meine Gedanken. Es gibt nicht mich und das Zimmer. Es ist ungetrennt. Da gibt es überhaupt keine Art von Selbsterfahrung. Es gibt nichts, was den Anspruch erhebt und sagt: Oh, also das bin ich jetzt aber. Weder reines Gewahrsein, noch dieser Körper, noch Gedanken, noch Ganzheit. Es gibt überhaupt keinen Anspruch darauf zu sein. Beziehungsweise dieser Anspruch wäre eben, könnte nur aus diesem Erleben kommen. Und der Beobachter wäre eben eine andere Position. Wären auch wieder zwei. Okay, Frage. Ich habe seit Jahren chronische Schmerzen und die sind für mich sehr real, obwohl ich seit Jahren höre, zum Beispiel von Tony Parsons, dass die Schmerzen nicht real sind. Das wird hier von Ich bin nicht so erlebt und dann entsteht ein großer Frust, ja, der auch als real erlebt wird. Ja, genau. Das Dilemma ist, dass die Person natürlich hofft, in dieser Botschaft eine Antwort zu finden. Das heißt, die Person erfährt Schmerzen sozusagen, ich erfahre Schmerzen und wie kriege ich die weg? Was ist die Antwort auf das, was ich erfahre? Und dann ist die Hoffnung, ah, Tony Parsons sagt, die Schmerzen sind nicht real. Macht die Person draus, deshalb sollte ich keine Schmerzen fühlen. Oder weil die Schmerzen nicht real sind, müssten die weg sein. Nee, das Dilemma ist, es gibt aus dem, was passiert, keinen Ausweg. Auch diese Botschaft gibt keine Antwort. Es gibt keine Antwort auf die Fragen der Person. Beziehungsweise die letztendliche Frage ist, wie kann ich eins werden? Wie kann ich Wahrheit erfahren?
Und jetzt zum Beispiel keine Schmerzen. Oder wie kann ich ein erfülltes Ich sein? Und diese Frage bleibt unbeantwortet. Man könnte sagen, was hier gesagt wurde, ist, dass während die Schmerzen passieren, sind sie nicht real. Aber das nimmt dem nichts. Gibt keine Antwort. Auch das ist keine Antwort. Es ist nicht der Versuch, könnte man sagen, diese Botschaft versucht, dann wäre es eine Lehre oder ein Teaching. Diese Botschaft versucht nicht, etwas zu verändern. Es ist der Hinweis darauf, der scheinbare Hinweis, aber ohne Grund, dass das, was passiert, stimmig und ganz ist. Es weist eben nicht darauf hin, wie es stimmig und ganz werden kann. Das ist unmöglich. Das ist die Hoffnung der Person, dass das, was ich erfahre, irgendwann mal stimmig und ganz wird. Entweder indem es sich verändert oder indem ich mich verändere und quasi auf die richtige Art erfahre. Entweder aus Sicht der Person gibt es letztendlich diese zwei Hoffnungen. Entweder es verändert sich, was ich erfahre, oder es verändert sich, wie ich erfahre. Das eine wäre im Prinzip die Suche im Außen, im sogenannten Außen. Das andere wäre die Suche im sogenannten Inneren. Beides ist illusionär, könnte man sagen. Okay, Frage. Würdest du sagen, dass nach der sogenannten Befreiung bestimmte Gefühle, Emotionen nicht oder kaum noch auftauchen? Wie zum Beispiel Langeweile oder depressive Verstimmungen? Ja. Wie du immer sagst, es gibt keine Regeln. Mir scheint es so, dass mit dem Verpuffen von Ich Bin bestimmte Verhaltensweisen verschwinden, beziehungsweise darin nicht mehr sehr viel investiert wird. Ja, das könnte man sagen. Ja, das ist das, was scheinbar passiert. Wobei es letztendlich gar nicht wirklich um Gefühle geht, denn Gefühle können auf eine Art alle sein und gleichzeitig verpuffen auch viele. Und zwar könnte man sagen, könnte Frustration kann passieren und gleichzeitig verschwinden alle Frustrationen oder das Gefühl von Frustration, die sich um die persönliche Suche dreht. Natürlich, wenn da niemand ist, verpufft der Frust nicht, ganz platt gesagt, nicht erleuchtet zu sein. Der verpufft dann. Eben alle Emotionen, die aus dieser Suche kommen, könnte man sagen, das verpufft. Ja. Wobei das in Anführungszeichen nicht wissbar ist, oder das ist nicht planbar. Man weiß vorher nicht, was das heißt, welche Gefühle und Emotionen da. Oder Schuld, oder Schuld ist eine Geschichte, könnte man sagen. Oder Stolz oder so. Da ist dann einfach Freude oder. Ja, genau. Aber es das heißt nicht, dass man nicht traurig sein kann. Ne? Aber eben jede Traurigkeit, die aus diesem Ich-Erleben kommt, die verpufft natürlich. Frage. Wenn du sagst, es gibt keine Welt, kann ich mir das so etwa vorstellen wie im Tiefschlaf? Ja, könnte man sagen, genau. Tiefschlaf, während man auf den Bildschirm schaut und Worte hört und denkt und fühlt. Genau. Aber das ist es. Wie es wirklich ist, wie das wirklich ist, ist genauso unvorstellbar wie Tiefschlaf. Wenn man im Tiefschlaf jemand fragt, und wie ist es jetzt gerade? Das Gleiche ist jetzt. Aus dem Scheinerleben könnte eine Scheinantwort kommen, wäre aber immer nur Teil dieses persönlichen Erlebens. Wie es wirklich ist, nicht wissbar. Frage oder Kommentar. Seltsamerweise prägen sich deine Aussagen nicht ein. Reflexion darüber ist irgendwie nicht möglich. Ja, genau. Es wird nichts gesagt. Es gibt keine Botschaft. Diese Worte sind absolut leer. Fällig. Ja.
Frage. Lieber Andreas, deine einführenden Worte kann man glauben oder nicht. Obwohl ich eigentlich vom reinen Glauben an eine Sache nichts halte, sind deine Worte für mich glaubhaft und intuitiv nachvollziehbar. So als gäbe es da einen kleinen Funken in mir, der sagt, ja, so ist es. Es fühlt sich an, als wäre dieser Funke unheimlich nah und fern zugleich. Es gibt nichts zu tun, außer vielleicht diesen Funken zu beobachten, oder? Liebe Grüße. Ja, auch das ist zu viel. Es gibt nichts zu tun. Ja. Und es kann passieren, was du beschreibst, kann einfach passieren, wenn es eine scheinbare Resonanz mit dieser Botschaft gibt. Denn klar, die Worte, aus Sicht der Person sind die Worte Konzepte, könnte man sagen. Und für die Person ist immer, kann so sein oder auch nicht. Kann ich glauben oder auch nicht. Ist da jemand, ist da niemand? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er recht, vielleicht nicht. Und gleichzeitig ist natürlich, worauf hier hingewiesen wird, hat überhaupt nichts mit Konzepten zu tun. Ist völlig egal, wer was glaubt. Es spielt überhaupt keine Rolle, was letztendlich gesagt wird und in Anführungszeichen viel konkreter, direkter ist, hallo, da ist niemand, es ist niemand da. Und wenn da eine Resonanz ist, dann gibt es da auch wie so ein Ja. Da ist einfach ein Ja da. Aber das Ja ist nicht habbar oder besitzbar. Die Person könnte natürlich denken, es ist mein Ja. Und das wäre dieser Tanz zwischen nah und fern sogleich. Weil dieses Ja, das ist das, also dieses scheinbare Ja, ist natürlich einfach da irgendwie. Da ist wie so ein scheinbares Bemerken davon. Aber aus Sicht der Person ist es unglaublich fern, weil es nicht habbar ist. Weil das, worüber wir sprechen, eben keine Erfahrung ist, die irgendwann die Person hat. Das heißt, für die Greifende bleibt es immer fern, im Erleben. Genau. Und dann der letzte Satz, es gibt nichts zu tun, außer vielleicht einen Funken zu beobachten. Nee, es gibt gar nichts zu tun. Denn der Funke in Anführungszeichen ist das, was scheinbar passiert. Und der Versuch, aus der getrennten Perspektive ist, damit umgehen zu wollen oder zu müssen. Das ist das Dilemma. Solange da jemand ist, bleibt immer das Gefühl übrig, ich muss auch noch was tun. Mit da ist das, was passiert und ich. Was mache ich jetzt? Beobachten, reinfühlen, aufmerksam sein, ignorieren, whatever. Frage. Ich weiß, dass das zur Geschichte gehört. Und aus der Sicht von Ich Bin ist das unmöglich zu sehen. Aber mich interessiert, ob oder wie du nächtliche Träume erlebst. Ist da während des Träumes ein Wissen oder vom Traum? Oder weißt du erst am Morgen, dass du in der Nacht geträumt hast? Tja, gute Frage. Also ich träume eigentlich insgesamt selten. Oder ich kann mich selten erinnern. Ich glaube, theoretisch träumen wir ja immer oder jede Nacht. Es gibt keine Antwort. Keine Ahnung. Nee, es wäre einfach das, was scheinbar passiert. Ich meine, die Sache ist, das weiß ich erst am Morgen, das ist. Nee, kann ich gar nicht beantworten. Es wacht morgens gar nichts wirklich auf. Kann man sich das Ich vielleicht so vorstellen wie ein Blatt am Baum? Das Blatt kennt und weiß nichts von dem Baum und irgendwann fällt das Blatt unwiederbringlich ab, stirbt. Naja, ich meine, die Sache ist, das wären alles Bilder aus der Ich-Perspektive. Die Sache ist, da ist einfach gar nichts. Es hängt eben kein Blatt am Baum.
Aber natürlich, auf eine Art könnte man sagen, klar, ich bin erlebt sich als mich gibt's, ich bin da. Und innerhalb dieses Erlebens bin ich auf eine Art das Einzigste, was es gibt. Ich und das, was ich erfahre. Klar. Und genau, man könnte sagen, Befreiung wäre das Verpuffen dieser Illusion, das scheinbare Verpuffen dieser Illusion. Aber das Selbsterleben ist, mich gibt's. Ich bin etwas. Hier ist was, das ich bin. Wo ist nun die Verbindung zwischen der scheinbaren Person und dem Sein? Naja, es gibt eben keine Verbindung, weil es keine Trennung zwischen dem gibt. Das ist das, wovon wir es vorher hatten. Die Illusion, dass da jemand ist, die Annahme, hier wäre wirklich jemand drin, ist eben das, was scheinbar passiert. Es gibt überhaupt keine Trennung. That's it. Insofern gibt es auch keine Verbindung. Verbindung und Trennung wäre das Gleiche sozusagen. Also wo es eine Verbindung geben kann, gibt es eine Trennung. Damit überhaupt was verbunden werden. Insofern war das für mich jetzt das Gleiche. Verbindung und Trennung. Gibt es nicht, weil ungetrennt. Die Ich-Illusion bedeutet also keine Entfremdung, keine Trennung oder Abspaltung, oder? Ja, genau. Es wäre die Illusion. Man könnte sagen, die Person innerhalb der scheinbaren Ich-Illusion fühlt es sich so an, wie ich bin getrennt von allem anderen. Ich bin fremd, ich bin nicht der Tisch, ich bin nicht das Zimmer, ich bin nicht die Erde, ich bin nicht das Universum, ich bin was anderes. Aber was hier gesagt wird, ist, das ist eine Illusion. Es gibt eben kein Ich und es gibt keine Entfremdung von der natürlichen Realität und keine Trennung oder Abspaltung. Gibt es nicht. Und die Frage, was ist das Sein? Naja, es gibt nicht sowas wie das Sein. Und was Sitzen vor einem Computer wirklich ist, bleibt unbekannt. Gibt keine Antwort auf die Frage, was ist wirklich? Wer bin ich? Was ist das Sein? Es gibt kein Sein. Es gibt keine nichts, was wirklich ist, könnte man sagen. Das wäre eine andere Frage.
eben das Einzigste, was diese Erfahrung macht, zu sein, ist eine Illusion. Nichts sonst erfährt sich als seiend, falls es Deutsch war. Frage. Ich hatte mal einen Autounfall, bei dem ich irgendwie den Körper gesehen habe, wie der gelenkt hat. Aber da war eine Distanz zur Person. Das heißt, ich wusste, dass ich nicht lenke. Es war wie das Beobachten eines Films, wie das Beobachten einer Figur. Ich weiß nicht, ob das noch Beobachten war. Ich fühlte mich irgendwie getrennt von der Situation, auch ohne Angst. Ist es das, worauf du hinweist? Na, das lässt sich schwer sagen, denn manchmal scheitert es an den Worten und gleichzeitig ist es natürlich kein Beobachten, wovon hier gesprochen wird, oder kein Gewahrsein. Insofern ist hier nichts, was sich getrennt fühlt von der Situation. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Frage, die wir vorher hatten. Also hier ist jetzt nichts irgendwo hier hinten und schaut zu oder oben oder irgendwie sowas. Könnte quasi auch eine Gewahrseinserfahrung gewesen sein. Das scheint es auch zu geben. Oder wo Leute scheinbar den Körper verlassen oder sowas. Was aber eine andere Ich-Erfahrung wäre. Scheinbar natürlich. Aber wie du sagst, wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, ob das noch Beobachten war, na, weil wie es ist, ist unbeschreiblich. Wie es ist, wenn da niemand ist, ist unbeschreiblich. Nicht, weil es ganz anders wäre, sondern weil einfach nichts da ist, was nur erlebt. Ich meine, das Ganze ist irgendwie tricky natürlich, weil die Annahme ist, dass ich in irgendeinem bestimmten Zustand bin, dass hier irgendwas Bestimmtes stattfindet, nämlich Niemandsein, was jetzt bei dir oder dort drüben nicht stattfindet. Aber das wäre eigentlich schon die Illusion, die aus dem persönlichen Erleben kommt, dass da jemand ist, der eine bestimmte Erfahrung macht und dass es theoretisch auch anders sein kann. Und eine andere Erfahrung möglich wäre, die besser wäre oder erfüllender. Aber das gibt es in dem Sinn gar nicht. Hier ist gar nichts, was eine bestimmte Erfahrung macht. Und eben niemand zu sein, wenn man so will, ist eben nicht mehr eine bestimmte Art der Erfahrung. Insofern ist es immer recht schwierig zu sagen, ob quasi die Person fragt, ja, ist es ungefähr so, wovon du sprichst? Und gleichzeitig hier spreche ich gar nichts von etwas Bestimmtem, dass hier irgendwas Spezielles passiert. Nö, was passiert überhaupt nichts Spezielles. Da ist einfach das, was scheinbar passiert. So wie jeder Stuhl und jeder Tisch und alles eben einfach das ist, was scheinbar passiert.
und es nirgendwo diesen Anspruch gibt, ah, das bin ich. Ich bin auch noch da. Wie im Tisch oder im Stuhl oder in einem Gedanke oder in der Wolke oder egal. Es eben diesen scheinbaren zusätzlichen Anspruch gibt von, ja, ich bin auch noch hier. Das ist alles. Aber es ist eben so, dass, genau, man könnte sagen, wir fragen wir einfach das Verpuffen dessen, aber es bleibt dann nicht wirklich etwas übrig, wie es ist. Es ist hier nicht auf eine spezielle Art und Weise. Urknall wäre dann eigentlich nur die jeweilige Erscheinung, das, was gerade passiert, oder? Nulldimension wird zu 3D und Zeit oder so ähnlich. Ja, scheinbar eben, das ist das Spannende, dass diese Urknallexplosion, dieses Nichts wird zu etwas, eben nie wirklich passiert. Es gibt keinen Urknall. Es gibt keinen realen Beginn von Existenz, könnte man sagen. Das wären alles Ideen, könnte man sagen, die aus dem persönlichen Erleben kommen. Denn das persönliche Erleben ist zu 3D, zu Zeit und Raum und Anwesenheit und Realität geworden zu sein. Die Person fühlt sich einfach, oh, ich bin hier. Woher komme ich? Aus dem Nichts sozusagen. Was hier gesagt wird, ist, dass genau diese Geburt, könnte man sagen, niemals real passiert ist. In dem Eindruck, geboren worden zu sein oder jetzt hier zu sein, ist eben gar nichts real geboren worden. So gesehen gibt es nur Nulldimensionen oder Keindimensionalität. Was aber genau das ist. Es ist nicht so, dass das irgendwo hier versteckt ist oder so. Sitzen vor einem Computer und zu denken und zu fühlen und zu reden und zuzuhören oder zu tippen, ist Nulldimensionalität oder Keindimensionalität. Ist nicht etwas, ist Keinheit. Und so gesehen wäre eben auch das ganze Bild vom Urknall eine höchst persönliche Sichtweise, ist eigentlich die persönliche Idee draufgeknallt, was ja auch so absurd ist. Es gibt den Urknall und was davor war, weiß wieder kein Mensch. Aber es interessiert auch keinen, weil. Genau. Das, was Elmar sagt, kann ich in Teilen nachvollziehen. Ich hatte teilweise sehr heftige luzide Träume, beziehungsweise astrale Ausritte oder Austritte. Ausritte. Ist ziemlich irre, aber so ein subtiles Ich war immer dabei. Ja. Daher kann man wahrscheinlich sagen, dass egal wie krass diese Erfahrungen sind, sie immer noch im Erleben von Ich bin passieren. Ja. Yes. Und ich hatte immer das Gefühl, dass mich das irgendwie weiterbringt. Ja. Aber Pustekuchen. Nach der Entzückung kommt wieder die Ernüchterung. Ja, genau. Genau. Ich bin heißt zu erfahren. Das heißt, in Erfahrung zu leben heißt in Trennung zu leben. Ich bin bewusst. Ich bin gewahr. Ich erfahre etwas. Und es gibt viel innerhalb der persönlichen Erfahrung, gibt es viele abgefahrene Erfahrungen, könnte man sagen. Astrale Ausritte. Bliss-Erfahrungen, Einheitserfahrungen, alles zerfließt, Realität ist nicht mehr in dem Sinn real. Und gleichzeitig, solange da einfach jemand ist, findet es scheinbar statt innerhalb des persönlichen Erlebens und wird dadurch automatisch zu einer Erfahrung. Beziehungsweise scheinbar, das ist die Sache. Es ist nicht, dass das nicht etwas wirklich zu einer Erfahrung wird. Deshalb könnte man sagen, es ist eine Traumwelt. Und genau, solange da jemand ist, läuft immer das Gefühl mit, ich bin auf einem Weg. Und die Hoffnung ist bei jeder Erfahrung, sie bringt mich weiter. Bei manchen sieht es wirklich so aus, bei manchen sieht man es nicht so genau. Da braucht man dann ein Konzept dafür. Für irgendwas werde ich schon lernen oder irgendwie sowas. Als wäre alles Teil des Traums.
Und Mist, meine Erfahrung ist, dass der Beobachter immer übrig bleibt. Ich kann machen, was ich will. Genau, solange da jemand ist, ist da jemand. Egal, was die Person macht. Und jede Position, Täter, Beobachter, reine Präsenz, letztendlich egal wie zurückgezogen und neutral es wirkt, sobald es eine Art von Selbsterleben gibt, ist es das, was scheinbar passiert. Da ist gar nichts falsch dran. Es ist nur das, was es scheinbar ist. Und daraus entspringt eine Suche. Und genau, die Person kann machen, was sie will. Wir können natürlich sagen, genau weil sie macht, bestätigt sie sich selbst. Das aber auch nur das ist, was scheinbar passiert. Deshalb wäre Befreiung tatsächlich auch einfach das Ende davon, das grundlose Ende davon oder der Tod. Davon hatten wir es vorher auch, was eben überhaupt nichts damit zu tun hat, was die Person vorher glaubt zu tun oder geglaubt hat zu tun oder zu lassen. Das Verpuffen des Ich, können wir sagen, oder das sich herausstellen, dass da gar nichts ist, ist eben nicht das Resultat der Suche. Es heißt, ein grundloses Verpuffen. Genau. Ich kann machen, was ich will. Und ich bleibe immer übrig. Egal was passiert, egal was ich erfahre, am Schluss bin ich wieder da. Ich bin jetzt hier. Das war's noch nicht. Ich muss weiter zuckeln. Ja. Ja, warte hier. Was mich teilweise etwas irritiert bei sogenannten non-dualen Lehren, ja, ist die Aussage, dass selbst wenn der Körper stirbt, du noch immer bist, was du bist. Das klingt irgendwie so, als wenn es eine fortdauernde Entität im Sinne eines Beobachters gibt, wie Tom das auch sagt. Ich wäre dir dankbar, wenn du dazu etwas sagen könntest. Ja, also ich könnte zwei Dinge dazu sagen. Auf der einen Seite gibt es viele sogenannte non-duale Lehrer, die natürlich Bewusstsein lehren. Und da gibt es so ein Gefühl von Ewigkeit. Reines Bewusstsein kann sich schnell ewig anfühlen. Und als ob da etwas ist, das ewig ist, das fortdauert. Genau. Das hätte mit dieser Botschaft nichts zu tun. Genau. Und natürlich auch, genau, ja. Wenn der Körper, es ist einfach, wie du sagst, es ist einfach völlig innerhalb der Geschichte, dass da irgendwas passiert, dass man etwas ist, dass da etwas ist, was du bist, was ich bin. Es ist eben nicht etwas, was zeitlos ist. Zeitlos, raumlos. Ja. Es gibt keine Entität, es gibt keinen Beobachter. Nichts lebt jetzt und nichts lebt weiter. Und gleichzeitig hört aber auch nichts auf. Mein Eindruck ist auch, dass viele sogenannte nicht-duale Lehrer, ja, wie gesagt, die meisten gehen tatsächlich von einer Art Präsenz aus oder dass da etwas ist, etwas Wirkliches, etwas Absolutes. Letztendlich sind es alles Rückschlüsse aus dem persönlichen Erleben, aus dem Präsenzerleben. Hört man von mir eher nicht diesen Satz. Weil ich würde schon sagen, bevor der Körper stirbt, passiert nichts. Die sagen dann, wenn der Körper stirbt, passiert immer noch was. Was hier gesagt wird, es passiert jetzt schon nichts. Na gut. Gibt keine Kontinuität. Nichts passiert. Okay. Aufgrund der Sinne ist doch immer eine Perspektive oder Zentrum vorhanden. Naja, eben nicht. Man könnte sagen, aufgrund der Sinne gibt es eine scheinbare Perspektive. Okay, von mir aus würde ich noch mitgehen. Aber wovon hier gesprochen wird, ist schon
die Annahme, dass es ein Zentrum gibt, das letztendlich hinter den Sinnen sitzt und die Sinne als Art Vehikel benutzt in die getrennte Welt. Das heißt, die Person erlebt sich eher als, ich sitze hinter den Sinnen, ich bin das Zentrum hinter den Sinnen und ich lebe in Perspektive durch die Augen, durch die Ohren, eben in diesem Wahrnehmungsfeld. Ich bin hier im Zentrum und ich eröffne ein Wahrnehmungsfeld. Und das sind die Sinne wie ein Tool, ein Handwerkszeug. Das heißt, was hier gesagt wurde, ist, Sinn ist das, was scheinbar passiert. Aber das Einzigste, was dieses Erleben hat, ein Zentrum zu sein und in Richtung zu leben, in einer realen Perspektive, die eigentlich immer von hier nach dort ist. Von mir aus in manchen spirituellen Schulen auch bleibt die Aufmerksamkeit hier. Dass die für Momente auch hier ruht, wenn man es will. Gibt's auch. Aber letztendlich ist immer, ich lebe nach draußen in einer Art Perspektive. Dieses Zentrum ist die Illusion. Es sind nicht mal die Sinne. Nicht mal die Sinne kreieren dieses Erleben eines Zentrums. Die Sinne sind einfach die Sinne. Es funktioniert. Frage, macht es eigentlich einen Unterschied, ob das Ich mit dem, was ist, in Widerstand ist oder ob das Ich akzeptiert, was ist? Nee, macht keinen Unterschied. Beides wäre letztendlich auch die Illusion, dass Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz etwas ist, was passiert, weil da jemand ist, der es macht oder nicht macht. Akzeptanz ist das, was scheinbar passiert, Nicht-Akzeptanz ist das, was scheinbar passiert. Und es macht keinen Unterschied. Beziehungsweise der Unterschied ist illusionär. Beides hat keine Realität. Beides ist das, was scheinbar passiert. Beides hat keine Realität. Es spielt keine Rolle. Frage. Mein Gefühl seit meiner Kindheit ist, dass das Grundgefühl der Existenz immer gleich bleibt. Bis heute. Yes. Ohne dieses Gefühl zu sein, ist unvorstellbar. Ja. Was ist das für ein Gefühl, Andreas? Naja, genau wie du sagst, es ist das Existenzgefühl, was letztendlich ich bin, ist, aus meiner Sicht. Nicht als Konzept, sondern als Erfahrung. Und das ist genau das, was viele spirituelle Lehrer sagen, als das ist das, was du bist, reine Präsenz, reine Existenz. Und die fühlt sich im Prinzip an wie ewig, beziehungsweise eben, das ist das Einzigste, was kennbar ist, können wir auch sagen, sich selbst, die eigene Anwesenheit. Und wie es ohne das ist, ist absolut unvorstellbar. Denn dieses feine oder grobe, weiß nicht, wie es für dich ist, Existenzgefühl ist natürlich die Basis für jede Art von Realitätserfahrung. Das ist es. Wenn ich sage, aus Sicht der Person, die Person kennt nur sich selbst, kennt nur den Traum, die eigene Anwesenheit. Und es ist unvorstellbar, wie es sein soll, wenn sich das als illusionär entpuppt. Im Prinzip, bevor es aufgetaucht ist, vorgeburtlich, nicht bevor der Körper geboren wurde, aber bevor dieses Selbstgewahrsein geboren wurde, dieses Grundgefühl der Existenz, das entpuppt sich als völlig illusionär. Es hat keine Substanz. Und deshalb, wir hatten es vorher schon ein paar Mal von Vorstellungen. Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt keine Vorstellungen ohne dieses Grundgefühl. Denn das ist, um sich irgendwas vorstellen zu können, egal was, braucht es immer schon etwas, was sich etwas vorstellen kann. Da ist immer schon was da, scheinbar. Und man könnte sogar sagen, die eigene Abwesenheit oder wenn sich dieses Erleben als illusionär entpuppt, ist das Einzigste, was nicht vorstellbar ist. Das spürt man richtig. Da kommt man als Ich nicht hin. Wie soll ich mir das vorstellen, wenn ich selbst nicht mehr da bin? Das ist schon unmöglich. Wie das wirklich ist, ist unmöglich. Und auch ich kann es dir nicht sagen, weil da niemand ist. Weil da gar nichts ist, was nachschauen könnte und berichten könnte und sagen könnte, ah, so ist es also.
Ich kann es dir sagen, weil ich habe nachgeschaut. Gibt es nicht. Danke für eure Hinweise. Es war das Erleben da, dass ich die Situation erlebe. Das war weiterhin gewiss für mich. Ja, Pustekuchen ist gut. Ja. Und nochmal, Tom, danke, das wollte ich auch eben fragen. Ja. Ich meine, ja. Ich meine, viele spirituelle Lehrer würden sagen, das ist das, was du bist. Reine Existenz, reines Sein. Manche würden sagen, reines Gewahrsein, Grundgefühl der Existenz. Und eben, davon lässt sich nichts mehr wegnehmen, außer es verpufft, was die absolute Überraschung ist. Alles andere kann sich die Person wegdenken. Quasi, aha, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht meine Gedanken, ich muss nicht mal die Aufmerksamkeit nach außen, aber dieses Existenzgefühl, das lässt sich nicht weg erleben, könnte man sagen. Vielleicht konzeptuell sich die Frage stellen, vielleicht ist das auch nicht real, klar, aber das lässt sich nicht wegerleben. Deshalb wäre Befreiung einfach der grundlose Tod davon. Wie ist es denn bei dir mit dem Grundgefühl? Ja, das ist verpufft. Es ist eine Illusion. Also jetzt als Geschichte, das ist verpufft. Es gibt keine Art von Selbsterfahrung, von Existenzgefühl. Auch dieses Existenzgefühl hat sich als Illusion entpuppt, und zwar in dem Moment, wo es verpufft ist. Oder umgekehrt, in dem Moment, wo es sich als Illusion entpuppt hat, ist es verpufft. Was nicht logisch ist, es gibt keine logische Erklärung dafür. Und in der Geschichte könnte man sagen, es war auch hier die absolute Überraschung. Egal wie viele Jahre ich mich damit beschäftigt hatte, ich, nicht ich, wie kann ich erfüllt werden, was kann ich tun? Genau. Und jetzt, die Bewusstseinslehrer sagen aber, dass dieses Grundgefühl Gott wäre. Ja, natürlich sagen die das. Weil ich bin, sich selber zum Gott erklärt. Und man könnte sagen, genau aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe. Jede spirituelle Suche hört an diesem Punkt auf, die sagt, ich bin. Ich bin Bewusstsein, ich bin Gewahrsein, ich bin reines Sein, was auch immer. Das lässt sich selber nicht mehr wegerleben. Also ist die Schlussfolgerung, das bin ich wirklich. Das ist das, was ich wirklich bin. Womit die Person natürlich auf eine Art Recht hat. Denn wenn die Person aus diesem persönlichen Erleben raus, was ich gerade gesagt habe, alles andere weggelassen wird, was aber auch alles im Erfahrungsbereich ist, nämlich, okay, ich kann für einen Moment nicht denken, ich kann für einen Moment nicht fühlen, ich kann für einen Moment meine ganze Aufmerksamkeit hier ruhen lassen. Da kann die Person sogar sagen, ja, eigentlich ist die Welt ja nicht real. Weil wenn ich mit der Aufmerksamkeit nicht nach außen gehe, sondern hier bleibe, gibt es auch keine Welt, für einen Moment zumindest. Aber ich bleibe immer übrig. Ich bleibe immer übrig. Und daraus kommt früher oder später auch wieder eine Suche. Und für einen Moment scheint es in diesem Erleben, ne, wenn man in so einem Tanz ist, quasi von Aufmerksamkeit raus, geht raus, Aufmerksamkeit wieder rein, da kann es natürlich für einen Moment ja auch eine Erleichterung geben. Ah, gerade war ich noch in meiner Geschichte gefangen, habe über meine Probleme nachgedacht und dann bin ich aus der Geschichte raus und ah. War das schön. Gibt's aber immer nur für Momente. Wenn die spirituellen Lehrer sagen dann, ja, eigentlich bist du das immer, da legt sich nur die Geschichte drüber. Wäre alles das persönliche Erleben, wäre letztendlich alles Schlussfolgerungen aus persönlichen Erfahrungen und der Aufbau neuer Konzepte. Aber wie gesagt, was hier gesagt wird, ist eine absolute Überraschung, ist nicht erwartbar. Dass das auch noch verpuffen kann.
Es ist nicht erwartbar, nicht vorstellbar, nicht machbar. Es ist letztendlich nicht mal ein Ziel. Ich bin kann sich das nicht mal wirklich zum Ziel setzen, konzeptionell schon. Wie wir es anfangs davon hatten, konzeptionell kann die Person schon sagen, ach, wie schön wäre, wenn das Ich verpufft und so. Aber dass die Person wirklich abwesend sein will, das gibt es eigentlich nicht wirklich. Frage. Du sagst immer, dass dieses Erleben illusionär ist. Ja. Heißt das, dass eine Art entpersonifiziertes Erleben von Präsenz, Gewahrsein oder subtile Anwesenheit noch spürbar ist und zugleich von niemandem durchschaut wird, oder taucht das gar nicht mehr auf? Ja, es taucht gar nicht mehr auf. Ja. Aber das ist nicht logisch. Es ist das Verrückte, ne? Wenn ich sage, es taucht gar nicht mehr auf. Es hat sich, aber das ist, sorry, da kann ich auch nicht mehr. Es hat sich einfach entpuppt als null Substanz. Und da ist dann nichts mehr, was sich auf irgendeine Art noch erlebt. Scheinbar ist da Leben und Fühlen und Denken. Es ist sehr gewöhnlich. Wovon wir reden hier, ist sehr, sehr gewöhnlich. Und gleichzeitig ja, da kommt und geht nichts. Oder da ist manchmal ein Anwesenheitsgefühl und dann ist es aber gleich als irre, ja, nee, das wäre im Prinzip alles noch Vorbefreiung, wenn man will, was eh eine Geschichte ist. Also ich sollte sowas gar nicht sagen, das eigentlich trifft es nicht ganz. Du hast leider recht mit dem Grundgefühl und macht traurig irgendwie. Ja, da steckt eine Trauer drin. Denn letztendlich ist es dieses Grundgefühl von Existenz, das gleichzeitig die Trennung ist. Es ist auf eine Art, ah, das ist so existenziell für die Person, weil es ist die Existenz. Und aus Sicht der Person ist das eben immer zweischneidig. Weil auf der einen Seite steckt in diesem Grundgefühl der Existenz die ganze Hoffnung drin, darin finden zu können, diese Existenz zu einer erfüllten Existenz machen zu können, dieses Ich zu einem erfüllten Ich machen zu können. Und zwar wirklich. Nicht um irgendwie anzugeben oder was Besonderes so zu sein, sondern damit dieses Ich, damit wirklich die Suche beendet wird. Und gleichzeitig ist dieses Grundgefühl der Existenz aber die Trennung. Das heißt, die Ursache für die Suche, die Ursache für ein feines Unglück. Oder für, es ist fein, ich möchte es nicht dramatisieren, aber zusammen mit diesem Grundgefühl der Existenz läuft dieses Unbefriedigtsein mit. Ah, wenn es real wäre, wäre das wirklich tragisch. Das ist das Dilemma, ne? Sobald ein Teaching oder eine Lehre aus diesem Grundgefühl kommt, gibt es immer ein Teaching. Da hängt immer was dran. Was man tun kann, was man nicht tun kann, was man ist, was man nicht ist, was ein Ausweg ist, was kein Ausweg ist. Deshalb ja meine Frage vorhin, wo die Verbindung zu Gott ist. Ja, es gibt keine Verbindung zu Gott oder was auch immer du darunter verstehst. Eben, das ist die Hoffnung dieses Existenzgefühls. Es erlebt sich als ich bin existent, was automatisch sagt, energetisch, gar nicht bewusst oder konzeptionell, energetisch, ab da bin ich ich und nicht mehr alles andere. Und ab da könnte man sagen, wird die Verbindung gesucht. Könnte man auch sagen, die ganze Suche der Energie ist die Hoffnung danach, eine Verbindung zurückzufinden, aus diesem Trennungserleben raus. Aber eben, und alle persönlichen Teachings, Lehren, Lebenswege, ob der kann auch ganz weltlich sein, in Anführungszeichen, ist der Versuch, diese Verbindung zu finden. Und es funktioniert nie, weil da nie was getrennt war.
Taucht bei dir eigentlich hin und wieder eine Angst oder ein Unbehagen vor dem physischen Tod auf? Nee, eigentlich nicht. Nee, nee. Also vielleicht vor den Schmerzen oder keine Ahnung, aber nee, eigentlich eben nicht vor dieser Idee von Abwesenheit, von Nicht-Selbst und alle Ideen, die sich darum drehen, Erfüllung zu finden, das falsche Leben gelebt zu haben, was weiß ich. Nee, Unbehagen vor Schmerzen vielleicht, keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, ich denke gerade auch nicht so viel dann dafür nach. Also ich habe jetzt keine, es steht jetzt nicht an oder so in der Geschichte körperlich. Unbehagen, nee. Nee, eigentlich nicht. Nee. Also, was ich jetzt sage, stimmt auch nicht ganz, aber eher Freude. Erwartungsvolle Freude. Ich kann es nicht erwarten. Nee, nee. Auch nicht ganz. Aber du sagst ja, dass alles sich selbst ist. Wie meinst du denn das? Kann man nicht. Ich meine, das ist die Frage, das ist genau das, was nicht kennbar ist. Wie ist es, wie ist Sitzen vor einem Computer, wenn es dazu nichts gibt, was das erfährt oder beobachtet? Wie ist es, wenn es absolut es selbst ist, sich selbst ist? Deckungsgleich. Ohne dahinterliegende Realität. Beziehungsweise es wäre eigentlich sowieso nur die Person, die sich erfährt als dahinterliegend. Aber das wäre, wie ich es meine. Es gibt keine versteckte Realität. Es gibt nur das, was scheinbar passiert. Dahinter ist nichts. Keine Essenz, keine Realität. Kein kleiner Erfahrener hier drin. Kein göttliches Bewusstsein da draußen, wenn alles Ideen, die aus der Person kommen. Witzig ist ja, dass die Person auch gerade bei diesem Bewusstsein, du hast vorher auch gesagt, eigentlich immer dieses Göttlich dazu fügen muss. Ist eigentlich, man muss sich noch einreden, dass es was Tolles ist. Ist dann immer göttlich gleich. Es gibt keine versteckte Realität. Muji fragt dann, wer schaut auf das Ich Bin und sagt, es wäre Befreiung, wenn das Ich Bin als Phänomen gesehen wird. Aber das ja wieder beobachten. Ah ja, absolut. Ja, das wäre einer dieser scheinbaren Gewahrseinslehrer. Genau. Ja, hat nichts hiermit zu tun. Das wäre einer dieser sogenannten nicht-dualen Lehrer, die aus meiner Sicht, aus meiner scheinbaren Sicht, eine persönliche Botschaft haben. Gibt keine Verbindung zu dem, was hier gesagt wird. Ist ein Tanz um diese Konzepte. Ist ein Tanz um diese Konzepte von Ich, von Nicht-Ich und Ich und bleiben aber persönlich, scheinbar. Das Nichts ist offensichtlich, aber nicht kennbar. Mist, Smiley, Smiley. Ja, genau. Sitzen vor einem Bildschirm. Was das ist, was das wirklich ist, ist nicht kennbar. Aus Sicht der Person bin da ich. Und hier ist diese komplexe Realität und die kann ich nicht verstehen. Nee, was hier gesagt wird, ist, dieser erste Kenner, dieses erste Erleben, das zumindest mal weiß, ich bin, ist schon Illusion. Nichts wird gekannt, einschließlich man selbst sozusagen.
Es gibt keinen Schritt zu gehen. Auch nicht mal ein Beobachten. Es gibt keine Position. Es gibt nichts, was man wirklich ist. Und gleichzeitig gibt es auch nichts, was man nicht ist. Das wären alles diese Dinge aus dem persönlichen Erleben. Du bist nicht deine Gedanken, du bist das reine Gewahrsein, du bist der reine Beobachter. Du bist nicht deine Gefühle, sondern dein reines Sein oder was weiß ich. Wären alles Spiele aus dem persönlichen Erleben. Ja, genau. Kommentar. Das Fatale an der Sucherei, jedenfalls in meinem Fall, ist, dass es hin und wieder zu funktionieren scheint, ja, weil Momente der Stille oder sphärischer Wahrnehmung und dergleichen auftauchen. Und damit verwechsel ich dann fälschlicherweise Befreiung. Yes. Das hält teilweise sogar mehrere Tage an. Yes. Aber puff, dann latscht dir wieder jemand auf die Füße und der Traum ist vorbei. Und es wirkt nicht mehr fluffig und leicht, sondern wieder trübe und beschwert. Yes. Genau, ja. Aber wie du sagst, es scheint zu funktionieren, aber letztendlich funktioniert es nie. Das ist das Dilemma. Was scheinbar funktioniert, ist, dass die Person die gewünschten Erfahrungen machen kann. Stille, sphärische Wahrnehmung. Aber die Illusion ist, wie du sagst, dass diese Erfahrungen, diese scheinbaren Zustände irgendwas mit Befreiung zu tun haben. Denn die Person hofft von Momenten der Stille etwas zu bekommen. Und das passiert nie. Insofern funktioniert die Sucherei nie. Diese Sehnsucht nach Einheit wird nie beantwortet. Egal wie erfolgreich die Erfahrung zu sein scheint, egal wie viel Millionen jemand verdient, egal wie viele Momente der Stille, egal wie viel Einsichten, was auch immer, es hat eben niemals auch nur ein bisschen diese suchende Energie beantwortet, diese Hoffnung, damit Erfüllung zu finden oder der Erfüllung näher zu kommen. Das ist niemals passierend. Aber das ist die Hoffnung. Die Person lebt in der Annahme, dass bei jeder Einsicht ich ein bisschen mehr Erfüllung kriege. Es war halt noch nicht genug, deshalb möchte die Person mehr Einsichten machen. Für die Person bleibt immer übrig, ja, gut, es war schon gar nicht schlecht, aber es war es noch nicht ganz. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht habe ich bei der nächsten Einsicht genug. Aber das passiert nie, weil schon die erste Einsicht niemals real etwas mitgebracht hat. Das ist einfach die Person scheinbar, die sich in ihrer eigenen Anwesenheit dreht. Ja. Ist vielleicht das Nichts in einer anderen Dimension, was für uns nicht wissbar ist? Naja, eben, es gibt eben nicht das Nichts, was getrennt ist von dem, was passiert. Aber die Person kennt eben nur sich selbst und wie es ist, etwas zu erfahren. Aber letztendlich nicht, weil das Ich, weil es nichts, was es als solches gar nicht gibt, weil die natürliche Realität in einer anderen Dimension wäre. Letztendlich, weil die natürliche Realität genau das ist, was passiert. Die Person aber immer noch einen Schritt dahin gehen möchte. Was aber unmöglich ist. Das ist einfach unmöglich. Und das wäre dann die letzte Hoffnung, weißt du, das Nichts in einer anderen Dimension, die für uns nicht wissbar ist, ist dann eigentlich ein religiöses Bild, ist eigentlich ein Gottesbild, das die Person einführen muss. Gott ist groß. Ich bin hier, ich bin dieser kleine Ich. Ich kann es nicht verstehen. Und da draußen das unverstehbare Große, was für mich viel zu groß ist, das nenne ich dann Gott. Und es ist weit, es ist getrennt von mir. Wäre aber eigentlich ein Konzept, eine Projektion und ein Konzept aus dem persönlichen Erleben. Ja, ein Baby hat kein Ich, ist sich aber auch seiner Existenz nicht bewusst. Genau. Genau.
Und man könnte sagen, das Gleiche ist danach. Das Gleiche ist in Befreiung. Augenblick. Hey, das ist aber auch schön. Cool. Mein Sohn bastelt Weihnachtskarten. Okay. Frage: Es gibt also kein Konto, auf dem man diese Erfahrungen ansammeln kann. Ja, genau. Genau. Ich meine, das ist die Hoffnung, dass ich erfahre etwas, dass das real ist. Und dann die Hoffnung, dass, wenn ich schon nicht erfüllt bin, diese Erfahrungen wenigstens etwas mitbringen und dass sich das ansammelt. Natürlich. Das ist das ganze Erleben, auf einem Weg zu sein und die Hoffnung auf diesem Weg Glück anzusammeln und dass ich irgendwann mal genug da oder Einsichten oder ne, und dass ich irgendwann mal genug angesammelt hat und ich dann wirklich ein erfülltes Ich bin. Und das ist eine völlige Illusion. Von hinten bis vorne. Genau. Da kommt nie was mit. Und gleichzeitig war es das aber schon die ganze Zeit. Das ist natürlich eine Illusion, das ist nicht. Aber ich muss zusätzlich Glück ansammeln. Nee, braucht überhaupt niemand. Denn das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist natürlicherweise komplett. Kommentar, du machst mich fertig, du setzt immer wieder einen drauf. Einfach kein Ausweg, kein Ausgang, Smiley. Yes, natürlich nicht. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt aus dem, was passiert, aus dem, was scheinbar passiert, keinen Ausweg. Kann es gar nicht. Man könnte auch sagen, es ist gar niemand darin gefangen. Frage, du sagtest vorhin, Wahrnehmungsfeld in Bezug auf das Ich bin. Das hatte ich schon mal als Erkenntnis, aber erfüllt hatte es mich nicht. Es hat mich eher verwirrt, weil ich danach weiterhin Ängste und Unzufriedenheit erlebt habe. Naja, das Dilemma ist, wenn da einfach jemand ist, dann ist da einfach jemand. Scheinbar. Scheinbar. Und letztendlich ist das, wovon hier gesprochen wird, eben keine Erkenntnis davon, dass das Ich nicht real ist oder dass das Wahrnehmungsfeld nicht real ist, sondern es ist einfach der Zusammenbruch davon oder das Verpuffen oder das Wegfallen davon. Darin wird gar nichts wirklich erkannt oder realisiert oder so, sondern es ist einfach das Ende dieses Erlebens an sich. Ohne Grund. Das Dilemma ist je mehr, wenn da jemand ist, der erkennt und versteht, dann kann sich das auch immer zerrütteter anfühlen. Weil natürlich die Person wie scheinbar immer mehr begreift, es ist nicht real und darauf kann ich und ich komme nicht raus, ich bin und ich suche, aber ich komme nicht raus. Und das kann auch sehr irritierend sein. Im Erleben kann es sehr irritierend sein. Wäre aber alles Teil des Traums. Denn natürlich, ich erkenne etwas, ist natürlich schon die Illusion. Frage, das, was Ella sagt, ist doch die Idee von Karma, oder? Wenn ich nur nett genug bin, dann werde ich davon irgendwas haben. Ja, ist natürlich die Karma-Idee, ist aber natürlich einfach auch die persönliche Erfahrung. Ne? Ursache und Wir aus Sicht der Person sind Ursache und Wirkung, wird erfahren. Und das ist natürlich die Hoffnung von jeder Suche, von jeder Annahme auf einem Weg zu sein. Es gibt eine richtige Art zu sein. Letztendlich immer, um irgendwann Erfüllung zu finden. Oder dass es sich irgendwann auszahlt. Egal, ob das ein spirituelles Sein ist oder
nett zu den Nachbarn sein oder eine Haltung einnehmen oder politisch eine Meinung haben. Die Hoffnung der Person ist immer, dass es für etwas gut ist. Wie gesagt, es wird oft gar nicht, muss gar nicht durchdacht werden oder den meisten Leuten ist es letztendlich nicht bewusst, muss auch gar nicht. Es gibt kein reales Bewusstsein. Aber es ist einfach so eine drunterliegende Annahme, dass es für dass das, was ich mache, wie ich bin, für irgendwas gut ist. Dass es sich irgendwie auszahlen wird, dass es noch irgendwo hinführt zum Eigentlichen. Ich meine, es ist das Dilemma der Person, scheinbar, alles scheinbar, ne? Ich bin jetzt hier, das, was ich erfahre, ist nicht ganz, aber vielleicht ist es ein Schritt zum Eigentlichen. Vielleicht kann ich hier so viel mitnehmen, dass es mich einen Schritt weiterführt. Aber um so viel wie möglich mitzunehmen, muss ich jetzt richtig sein. Eben aufmerksam, offen, verschlossen. Irgendwie muss ich jetzt eine richtige Art zu sein finden, eine richtige Position, damit ich so viel wie möglich mitnehmen kann oder so wenig wie möglich Schaden davon trage. Und aus Sicht der Person sieht es aus, als ob Sachen, als ob Erfahrungen oder Umstände Glück bringen oder Glück wegnehmen können. Das ist die Illusion. Da ist niemand. Es ist niemand da. Ja, danke auch. Frage, brächte es etwas, annähernd deine Botschaft zu leben, wenn man einen freien Willen hätte? Nee. Aber das wäre zu anstrengend, oder? Oder gar unmöglich? Ja, unmöglich. Wie will man diese Botschaft leben? Wer sollte das tun, wenn alles diese Botschaft ist? Das ist ja das Dilemma. Das scheinbare Dilemma. Aber natürlich das Glück auch. Alles ist diese Botschaft. Die kann nicht gelebt werden. Denn in Anführungszeichen, sie lebt sich ständig. In allem. Also lebt sich ständig ist eine Geschichte natürlich. Aber es ist unmöglich. Es gibt keine Realisation dieser Botschaft. Denn das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist die absolute Realisation dieser Botschaft. Was völlig unrealisiert ist letztendlich. Es ist nichts zu tun. Es gibt nichts zu tun. Nichts bringt etwas. Alles ist es bereits, könnte man sagen. Nicht, es gibt keine Art, nicht ich zu sein. Es gibt niemand. Es gibt kein Ich. Und als Geschichte können wir sagen, auch in der Illusion von Ich bin, sitzt kein Ich drin. Und natürlich der Versuch, irgendwie richtig zu sein, ist natürlich der scheitert auf der einen Seite und ist wahnsinnig anstrengend. Das ist genau das, worunter die Person leidet, an der ständigen Arbeit daran, das Richtige zu tun. Loslassen, akzeptieren, achtsam sein, Frieden und Stille, alles Mist. Und natürlich Mist, naja, so weit würde ich nie gehen. Aus dem persönlichen Erleben natürlich logische Schlussfolgerungen, aber alles Teil der Illusion. Natürlich. Da ist niemand. Deshalb klappt es ja auch nie wirklich.
Deshalb scheint es ja auch immer nur für Momente zu klappen und nicht mal das wirklich. Denn Loslassen kann passieren und akzeptieren und achtsam sein und aber davon hat nie jemand was. Also gibt es auch kein reales Wegfallen, oder? Das Ich ist quasi schon jetzt nicht da, auch wenn es sich so anfühlt. Ja, genau. Auch die, was aber nicht logisch ist, ne? Die Person wird sich damit nicht zufriedenstellen. Aber genau, die Person, in Anführungszeichen, die scheinbare Person, macht auch das Wegfallen zu einem neuen Etwas, was mir dann passiert. Gibt es nicht. Da wird auch nichts wegfallen. Jedes Ich bin jetzt hier und die Hoffnung ist auf die Zukunft gerichtet, ist die Illusion. Und die beginnt eben, wie gesagt, mit Ich bin jetzt hier. Da fällt nichts weg. Es ist gar nichts da. Das ist auch die Überraschung, dass im Zusammenbruch, im scheinbaren Zusammenbruch der Ich-Illusion gar nichts passiert. Da passiert gar nichts. Alles leer. Das macht es ja auch unmöglich. Ja, es ist unmöglich. Genau. Es ist einfach unmöglich. Die Suche in einer irre, die real, die scheinbar reale Suche in einer irrealen Welt ist zum Scheitern verurteilt. Aber es ist natürlich Teil der Illusion, dass überhaupt was gefunden werden muss. Dass ich überhaupt was finden muss, ist schon Teil der Illusion. Es ist einfach unvorstellbar, dass es kein wahrnehmendes Element gibt. Genau. Aus Sicht des wahrnehmenden Elementes, was das Einzigste ist, was sich kennt, was scheinbar kennbar ist, ist es unvorstellbar. Aber es ist so oder so nicht vorstellbar. Also auch ich kann mir nicht vorstellen, wie es wirklich ist. Weil da niemand ist und weil es kein wie es wirklich ist gibt, wird nie wissbar, vorstellbar sein. Die Person tanzt aber eben immer um diese beiden Ideen rum. Eigentlich könnte ich es mir vorstellen sollen, wollen, können, wie auch immer. Aber es klappt nicht. Das tanzt eigentlich rum zwischen vorstellbar und unvorstellbar. Bleibt dabei aber, dass da etwas ist, was vorstellbar oder unvorstellbar sein ist. Aber da ist eben nichts. Nichts Reales, nichts Substanzielles, nichts, was etwas wäre. Okay. Ich glaube, wir haben's. Ich bedanke mich herzlich für die vielen Fragen. Hat mich sehr gefreut. Und natürlich, das war's. Es gibt keine Botschaft. Es gibt nichts zu mitnehmen, nichts zu tun oder zu lassen. Es gibt keine richtige oder falsche Art zu sein, denn da ist gar niemand. Dieses scheinbare Existenzgefühl, dem scheinbar alles zugrunde liegt, hat keine Substanz. Auch das hat keine Substanz. Es gibt keine Realisation, denn das, was passiert, ist natürlicherweise stimmig und ganz. Es gibt keine Botschaft, keine Lehre, kein Teach. Das ist es. Vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, scheinbar. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Okay. Ciao. Ach, danke schön.